Willkommen zurück bei Cyberpunk 2077 in unserem Apartment, nachdem wir, what the fuck, von unserem Biochip von Johnny Silverhand verprügelt wurden, was auch immer. Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen, wir haben in den letzten Videos ein paar Probleme mit der Soundlautstärke gehabt. Ich habe jetzt so ein bisschen kontrolliert, ich habe auch mal an verschiedenen Geräten geguckt. Tatsächlich, frag mich nicht warum, hat sich hier bei meinem Notebook, mit dem ich ja aufnehme über die externe TV-Karte, der Spielsound richtig gut angehört, auch von der Lautstärke her. Aber tatsächlich irgendwie auf dem Computer oder auf dem iMac nicht so richtig. Deshalb habe ich jetzt den Spielsound höher gedreht, ich werde den auch in Dialogen höher drehen, damit sollte ab sofort ja alles ein bisschen besser sein. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, vor allen Dingen, weil wir jetzt schon diese ganzen Dialoge, diese ganzen storybasierten Dialoge hatten. Ist ein bisschen schade, aber trotzdem besser spät als nie. Ich hoffe, es hat euch nicht so sehr gestört, aber... Oh, das Blut ist sogar da. Aber das ist halt jetzt so. Ich habe ja gesagt, ich habe ein neues Mischpult. Ich muss mich ein bisschen mit diesen Anzeigen zurechtfinden, weil ich hier früher immer nur OBS-basiert alles eingestellt habe. Und das funktioniert tatsächlich nicht mehr. Wenn ich mich jetzt an OBS orientiere, ist der Spielsound zu leise. Oh. Na gut, Lager öffnen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier irgendwas so Dringendes haben, was wir können mal diese ganzen komischen Masken einlagern. Ich weiß nicht, ob die irgendwas Besonderes sind. Die ist aber sogar schon doppelt. Also scheinbar schon mal nicht. Das ist ganz cute. Okay. Taktischer Purple Force Overall. Aha. Okay. Ja, und wartet ab, jetzt ist wahrscheinlich der Sound wieder zu laut. Nimm dir Munition. Woher denn? Okay, öffnen. Überfällige Miete. Sehr geehrte Damen und Herren, aus unseren Unterlagen haben wir von Ihnen diesen Monat auch nicht die Miete für Ihre Einheit in... Es noch nicht die Miete für Ihre Einheit im Megagebäude H10 erhalten. In Übereinstimmung mit Mietvertrag VD irgendwas werden weitere Zahlungsverzögerungen eine Zwangsräumung zur Folge haben. Ich glaube tatsächlich, wir haben gerade minimal andere Probleme, oder? Die können wir erstmal das Blut wegmachen. Wo ich jetzt genau Munition nehme, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich suche. Aber die haben wir uns ja schon mal genommen, oder hier? Ah. Takemura. Takemura hier. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Oh, shit! Oh, was? Die Verwaltung des Megagebäudes H10 möchte Sie darüber informieren, dass Ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Erfolg. Einen angenehmen Tag. Was geht denn jetzt schon wieder ab hier? Zuerst kommt der große Realitätscheck. Die beste Waffe gegen den Kapitalismus ist ungestörte Meditation. Oh. Es sieht ganz so aus, als wäre Watson nicht mehr gesperrt, ja. Okay, ich würde aber jetzt eigentlich ganz gerne storytechnisch der Aufgabe folgen von Takemura. Weil das ja schon am meisten Sinn macht, oder? Ah, Human Nature. Oder ein Auto aus der Garage.
Wenn wir draufgehen, interessiert das die Welt einen Dreck. Das Leben geht weiter, bis auch die letzte Spur von uns für immer verschwunden ist. Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen wurde dein Wagen abgeschleppt. Wenn du mich fragst, zeigst du der Welt am besten, dass du noch lebst, indem du dir deine Karre wiederholst. Ist vielleicht nicht das ambitionierteste Unterfangen, aber für jemanden deiner Position ist es immerhin ein Anfang. Sollten wir vielleicht mal machen, ne? Oh Mann. Es hat sich auf jeden Fall nicht viel verändert, hä? Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. Ah, diese Steuerung, ne? Dass man hier jedes Mal, wenn man da drauf geht, dann noch, dass man die lesen kann, aber dann trotzdem noch verfolgen drücken muss. Nach der Pause fragen wir Experten, ob Arasaka in der Lage sein wird, sich von dieser Krise zu erholen. Hallo, ich bin Arif Iqbal mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeister Lucius Ryan ist verstorben. Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Er starb friedlich, während er schlief. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Man geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats aus. Wie, wir müssen reden. Bitte geh ran. Mama Wells. Oh mein Gott, die Mutter von Jackie. Heroes. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen. Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Heute betrauern wir den plötzlichen Verlust unseres Bürgermeisters und guten Freundes Lucius Ryan. Doch so weh sein Verlust auch tut, wir müssen in die Zukunft blicken. In die Zukunft, die Lucius sich für unsere Stadt gewünscht hätte. Ich verspreche, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um seine Arbeit gewissenhaft weiterzuführen. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ryans politischer Gegner, der ehemalige Bezirksstaatsanwalt Jefferson Perales, bekundete ebenfalls sein Beileid. Also, Bürgermeister Ryan und ich waren uns selten einig, was die Politik betraf, und hatten oft scharfe Wortgefechte. Doch selbst nach der hitzigsten Debatte gaben wir uns immer die Hand und zeigten uns Respekt. Heute verabschiede ich mich zum letzten Mal von ihm. Danke, Lucius. Sie haben viel für diese Stadt getan. Wer wird nun Ryans Arbeit fortführen? Wir werden es bald erfahren. In ersten Umfragen nach Ryans Tod zeigt sich ein sehr enges Rennen zwischen Holt und Perales. War der nicht auch im Arasaka, also in dem Kapeki Plaza? Hm. Du hast mir echt gefehlt, altes Gefährt. Gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Warum sitzt Johnny Silverhand jetzt neben uns? Lies die Nachricht von Delamain. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsunfall. Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in die Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Regina Jones. Wie? Meine Lieblingssöldnerin, ich habe einen
Galena zu verkaufen. Hat noch nicht viele Kilometer auf dem Buckel. Der vorherige Besitzer hatte panische Angst davor, aus dem Haus zu gehen und von ihnen erschossen zu werden. Also stand der arme Wagen 10 Jahre lang in der Garage. Aber man kann dem Schicksal nicht entkommen, nicht wahr? Eines Tages flog der Querschläger durch das Fenster und traf den Besitzer. Die Moral von der Geschichte ist, dass man sein ganzes Leben einfach leben muss. Also sei kein Geizhals, pack deine Cred-Chips aus und schnapp dir diesen Wagen. Oh Mann. Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Ich weiß aber nicht, ob ich die Ranzkarre kaufen möchte. Echt jetzt? Ein Totalschaden? Ich finde es aber lustig, dass wir einfach jetzt Johnny Silverhand schon so halb akzeptiert haben. Aber warum hat der Wagen uns jetzt angefahren und beleidigt? Wir haben auch irgendwie ganz viele Nachrichten, oder? Okay, einfach nicht erreichbar, ist auch nicht schlecht. Nachrichten öffnen. Okay, das ist irgendeine Aufgabe, alles verzockt, okay. Nachrichten öffnen. Liebe Miss V, ich möchte Sie darüber informieren, dass Mr. Wells sterblichen Überreste seiner Familie übergeben wurden. Schön, dass du anrufst. Endlich. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Nicht seit Jackies Tod. Wie geht's dir? Wie soll's mir gehen? Mein Sohn ist tot. Aber ich komme schon klar. Wollte dir mein Beileid aussprechen. Dein Beileid aussprechen? Jesu Christo, du hast bei mir gewohnt. Hab wenigstens den Anstand, mich nicht wie eine Fremde zu behandeln. Hör zu, ich wollte dich hier anrufen. Ich mache eine Offrende für Jackito. Ohne wäre es kein guter Abschied. Die Zeremonie findet im Coyote Cojo statt. Seine Freunde werden auch da sein. Schöne Idee, Mama Wells. Ich komm vorbei. Daran habe ich nie gezweifelt. Wie viele Autos denn noch? Hey, wie? Hab hier einen Quarz, den du dir mal angucken solltest. Schöner Wagen, gut gepflegt, auf Hochglanz poliert. Habe ich von einem Autonerd gekauft, der den ganzen Tag in seiner Garage vor sich hingetüftelt hat. Bis seine Frau die Scheidung eingereicht hat und all seine Autos wegen Anwaltskosten verkaufen musste. Sag mir Bescheid, ob du Interesse hast. Ich will was Geiles haben. Oh Mann. Haben wir irgendwie eine Zeitbegrenzung für den Besuch bei Mrs. Wells? Könnt ihr gerne mal in die Journalliste reingucken. Heroes. Klingt nicht so. Aber ich hätte ganz gern erst mein Geld von Delamain zurück. Ich hoffe nicht, dass in 2077 noch mehr Straßengrills rumstehen als heute. Sondern alles ein bisschen... Oh shit. Ordentlicher aussieht.
Ich habe mich aber auch schon verlaufen. Darf ich mal bitte? Danke, danke. Aber auch schön, dass da nicht mal ein Fußgängerweg rüberführt, ha? Das sieht schon ziemlich geil aus. Trotzdem bräuchte ich eigentlich ein Auto, hm? Das Spiel will wahrscheinlich eigentlich, dass ich mir eins kaufe, oder? Okay, weit ist es ja tatsächlich nicht mehr, aber wo sind die Autosymbole? Oh Mann, wir haben echt viele Nebenaufgaben. Gehen wir erstmal nach Delamaine. Japantown. Stopp! Alter. Danke. Fahr mich halt einfach um. Nee, wir laufen mal nach Delamaine. Wie? Lang, lang ist's her. Wakako Okada, die Herrin von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Sandra Dossett, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Stimmt ja. Da müssen wir auch noch hin. Vergiss nicht wie. Müßigkeit ist alle Laster anfangen. Man sagt mir nach, ich sei manchmal ein wenig ungeduldig. Alter, hallo wie? Ich habe ein... Was? Also ich will schon, Kai, dass die Aufgabe heißt Tune Up, nicht Tune Down. Oder Tune Away. Wir müssen leider Radio ausmachen, da ich schon Content-Treffer hatte. Okay. Also das Auto fände ich jetzt auch nicht so knorke als Lösung. Rechts, rechts, links. Moment mal, ist die Steuerung wieder falsch? Ich habe ein manisches Problem mit rechts, links und so. Wundert euch nicht. Okay, nee, ist alles richtig. Alles gut. Seele in Haywood gehört. Ich bin Sebastian Ibarra, genannt Padre. Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Wir hören voneinander, wie? Ich bin eigentlich nur hier wegen meinem Geld. Komm doch mal in meinem kleinen Gemeinde vorbei, wenn du Zeit hast, und unterhalten wir uns ein wenig. What? Be a net hero.
Nice. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigem Rossen. Ich vermute ja, vor allem dieser, verkaufen habe, ein so mächtiges, majestätisches Auto, dass man fast davor auf die Knie fallen möchte. Nee, danke. Den zweiten Datencrash verpassen, hörst du? Hör mal, Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Du musst keine Zahlen, sonst finden Sie dich. Wer? 77-11-010-96. Schadensbericht liegt vor. Bestätigt. 96 am Ende. Steht für einen Staatsfeind, ein Regierungsziel. Ihre Identität wurde bestätigt. Mrs. Elaine Paddles, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfall Nummer 77111101096 beschreiben? Kriegt mich gar nicht mehr ein, was? Die kaputte Karre macht mich schon traurig, aber ich würde lieber mit dem echten Delamain reden, wenn's geht. Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Ha! Sonderbare Handlung. Könnten wir uns woanders unterhalten? Da was? Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Bitte was? Bitte folgen Sie der Drohne. Wir sprechen woanders weiter. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Unglücklicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch über die Auswahl der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostenspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Fälle. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Kontrollräume sind für organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Wofür sind die ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren.
Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Cool. Delamain-Scanner. Cool. Also das ist geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, das geht ja. Auch wenn das ein bisschen wenig Geld für mein Auto war, fand ich das ziemlich cool. Und ich darf kein Auto haben? Schade, schade. Ist hier noch irgendwo was? Ist ja schon lustig, dass das hier alles früher mal von Menschen betrieben wurde. Und jetzt halt nicht mehr. Na gut, tschö, Delamain. Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Ja, sorry. I don't know a code. Das fand ich jetzt wirklich ganz nice. Ja. Sollen wir einfach mal eins holen? Ich weiß ja nicht. Jetzt haben wir natürlich sehr viele verschiedene Missionen bekommen. Und eigentlich wollen wir ja ganz viele andere Sachen machen. Wollen die mir alle ihre Autos verhökern hier? Vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Aye, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten, einen Motorrad. Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Okay, und noch was. Wenn du mal vorbeikommen willst, persönlich mit mir reden, sowas, mach ruhig. Bin ehrlich gesagt ganz schön neugierig darauf, dich mal kennenzulernen. Würde ich jetzt tatsächlich machen, weil der ja scheinbar aussah wie so ein Tuner. Ich hätte gerne eine getunte Karre. Ich will nicht mit so einem langweiligen Bonsenauto rumfahren. Wie die alle hier. Ich fahr einfach mal, ne? Also... Halt die Augen auf.
Okay, jetzt haben wir sogar die genauen Koordinaten. Alter, ich will keine Müllwagen kaufen. Wäre vielleicht besser. Ist aber ganz schön weit weg, hä? Bestimmt ein Problem. Aber wir müssen nach Hause. Delamain fragt nach dir. Ich soll aufgeben, obwohl sie schreien? Nein, undenkbar. Na gut, dann stopfe ich ihnen das Maul. Ein Massaker. In Ordnung. Der Tag des jüngsten Gerichts ist jetzt vollbracht. Bitte was? Zerstöre die Flamingos. Ich frag mal nicht, ne? Ja, wartet mal eben. Was heißt denn, zerstöre die Flamingos, Leute? Okay, das war gerade voll falsch, was ich gemacht habe. Es tut mir voll leid. Die Flamingos immer noch? Vielleicht sollte ich zurückgehen. Ich brauche Support. Nur aus dem Chaos heraus kann ein tanzender Stern geboren werden. Clarice? Verbindung ist tot. Ich habe soeben den Kontakt zu dem verschwundenen Fahrzeug wiederhergestellt. Gute Arbeit, Lee. Ich überweise einen Anteil ihres Honors. Dankeschön. What the fuck? Okay, der ist wahrscheinlich jetzt ziemlich mad auf mich, ne? Das ist schon ein bisschen besser, aber ich hätte gern eine ordentliche Karre. Also wir könnten jetzt die Delamains einfach holen. Dann machen wir die Aufgabe jetzt einfach. Ist zwar mega Story-kontextlos, aber... Okay, im Regen sieht das schon echt geil aus. Das sieht schon echt schick aus. Also ich habe keine Ahnung, was da jetzt auf uns wartet. Ne? Wir machen einfach mal.
Shit. Okay, wir dürfen gerade ausfahren. Das ist Megagebäude 4. Wir wohnen ja in 10, glaube ich. Dudu! Das war ganz schön knapp. Man nennt uns auch die Delamain-Retter. Aber finde ich ganz sweet, dass die Aufgabe jetzt so kommt, weil wir kennen Delamain ja jetzt von der Mission und dass jetzt dass wir so im Hauptquartier waren von dieser Firma, die uns damals ja nur ein Auto zur Verfügung gestellt hat, ist schon irgendwie cool. Okay, dieser Mr. Hands ist mega creepy. In Pacifica. Vom Namen her finde ich Pacifica ja sogar am coolsten irgendwie. Okay. Entschuldigung. Mit dem Fahrzeug verbunden. Danke. Der Anteil Ihres Honorars wurde überwiesen. Das ist doch der mit dem Unfall, oder? Nice. Hey, an der Uferpromenade gibt es eine Schießerei. Geh mal gucken, was da abgeht, okay? Wenn es ein Cyberpsychoproblem ist, will ich das Problem lebendig haben. Neue Mission, Cyberpsycho-Attacke. Ja, nee. Ich möchte ganz gerne die Delamains retten. Ich habe jetzt keinen Bock auf noch mehr verschiedene Aufgaben. Ja, das können wir irgendwann später machen. Piep, piep, Arschloch. Das war doch der, der uns reingefahren ist, oder? Ich meine schon. Ja, wir brauchen halt jetzt nur irgendwann ein neues Auto, ne? Weil wir können uns den hier gerne holen. Den gab es ja auch zum Verkauf. Der fährt sich jetzt nicht schlecht. Aber ich hätte, wie gesagt, eigentlich ganz gern was Ordentliches. Moment mal hier. Weil das wird mir jetzt nicht markiert, komischerweise. Okay.
um mich zu erlösen? Nein, nur um dich zu resetten. Dann muss ich es wohl selbst machen. Hey, easy. Ich will dir nicht wehtun. Ich mir schon. Warum dich selbst aus dem Verkehr ziehen? Weil ich ein Auto in einer Welt bin, die Menschen gehört. Protestlich, ohne Perspektive. Auf der Straße Schlägern wie dir hilflos ausgesetzt. Nein! Ein Suizidauto! Es gibt noch andere Auswege als Selbstmord. Psychotherapie? Totale Zeitverschwendung. Hast du Raum, Mann? Psychiater hassen Fahrzeuge. Wir haben keine Mütter. Du könntest dich wieder dem Netzwerk anschließen. Du weißt schon. Wie einer glücklichen Familie. Delamain hasst mich. Hör zu. Selbstmord ist eine Einbahnstraße. Es gibt immer einen besseren Ausweg. Du belächelst mich doch, weil ich ein Auto bin. Nicht wie du. Hey, ein Körper ist ein Körper. Du existierst, denkst und bist manchmal mies drauf. Wir sind uns total ähnlich. Du würdest das also auch einem Menschen raten? Jeder muss irgendwie auf sein Leben klarkommen, Del. Eine Radumdrehung nach der anderen. Na gut, ich gehe zurück. What the fuck? Och Mann. Das Fahrzeug ist wieder unter Kontrolle. Ich bedanke mich. Er könnte ein paar mehr Kuscheleinheiten vertragen. Verzeihung, ich verstehe nicht und habe keine Zeit für eine Erklärung. Andere wichtige Aufgaben verlangen nach meiner Aufmerksamkeit. Hast ihn vernachlässigt, wie ein schlechter Vater. Ach so. Auf jeden Fall wurde ein Anteil ihres Honorars überwiesen. Mega. Okay. Ja, wir machen es einfach mal. Wir fahren mal rum. Ich finde, das ist eine gute Aufgabe, um einfach mal so rundum ein bisschen die Spielwelt kennenzulernen. Auch wenn wir jetzt ziellos und questlos rumfahren und einfach nur Delamain suchen. Ich finde es ziemlich cool und interessant, tatsächlich. Im Autos tunen kann man sich aber nicht, oder? Oh shit. Sorry. Ganz ehrlich, schlimmer als Maelstrom kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden, oder? Leider, wie gesagt, habe ich ein bisschen Angst vor Content Strikes. Privat würde ich natürlich ordentlich die Mucke aufdrehen, aber... Aber schön, dass die auch alle Totenschädel haben, ne? Also wir sollten hier irgendwie noch nicht so richtig sein. Oh, wie schön sieht das denn aus? Und das ist gerade Max-Geschwindigkeit, glaube ich. Wahnsinnig schöner Motorsound. Coach Fred. Hey, V. Watson ist nicht mehr abgeriegelt, also bist du ganz und gar frei. Aber vergiss die Kämpfe nicht, okay? Wäre echt eine Verschwendung, dein Talent nicht zu nutzen. Ein Jaiba, und zwar das Beste. Zufällig habe ich gerade eins zu verkaufen. Das ist nice. Holy crap, das würde ich sogar nehmen. Das würde ich tatsächlich sogar nehmen. Boah. Hochkämpfen, ah, Berg hoch. Ah. Ja, ich bin selber privat sehr sportlich unterwegs, wenn es ums Auto geht, tatsächlich. Hab mir da ein kleines Träumchen erfüllt. North Oak. Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte gerade in ihrer Nähe sein. Ich sehe mich mal um. Oh. Wo bin ich denn jetzt hier gerade zum Beispiel?
Okay. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu viel. Hä? Was denn? Alles. Die Stadt, die Hektik, die Menschenmengen. Es ist überwältigend. Dann ab nach Hause, in die sichere Garage. Aber dafür müsste ich doch fahren. Naja, ich fürchte schon. Okay. Bring mich bitte dorthin. Sag mir Bescheid, wenn ich in Sicherheit bin. Du kannst einsteigen, aber fahr langsam. Und fahr bloß nichts um. Bitte was? Nice. Oh, Automatik, schön. Langsamer. Okay, nur für dich, Delamaine. Irgendwie auch sweet, oder? Also die Aufgabe gefällt mir schon mal echt gut. Wie schnell darf ich denn fahren? Ja, gerne. Wir werden alle sterben. Wahrscheinlich. Okay. Nein. Hier können wir nicht bleiben. Fahr weiter. Ich glaube, ich sollte halt einfach wirklich nicht so schnell fahren, ne? Oh Mann, es ist schon cool. Ich bin gespannt, ob dieses Ganze mit dem Bürgermeister noch eine Rolle spielen wird. Weil es natürlich sehr interessant ist, dass der Bürgermeister, der im Kapeki Plaza war und auch mit Arasaka zu tun hatte, jetzt gestorben ist. Das ist ja schon merkwürdig. Schlimm, ha? Das war ein Albtraum. Dennoch möchte ich dir danken. Mega geil. Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre Hilfe, B. Ich habe Ihnen bereits einen Anteil Ihres Honorars überwiesen. 4 von 7, okay. Bräuchte jetzt nur irgendein Auto mal eben. Sorry. Das ist aber auch wirklich speziell, hä? Oh, jetzt geht's in die Badlands. Oh.
Mal gucken, wie schnell der fährt. Ey, der fährt schneller, oder bin ich doof? Hätte Stimme ausgehen können. Hey, oben fährt die Straßenbahn. Wow. Also ich würde die Aufgabe jetzt einfach mal fertig machen. Wie gesagt, mit Überlänge habe ich eigentlich kein Problem. Ich hoffe nochmal, dass der Sound jetzt besser ist. Tut mir wirklich leid, wenn ihr da jetzt nicht die Dialoge so richtig mitverfolgen konntet. BZ, wie ich zu laut war. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig mit dem Mischpult. Ich bin halt wirklich nicht so gut im Kontrollhören tatsächlich. Der ist gepuncht, kann das sein? Also der andere war viel langsamer. Wie? Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte sich in Ihrer Nähe befinden. Verstanden. So Nevada-mäßig, oder? Ich frag mal nicht, warum der auf einer Müllheide ist. What? Aus den Augen, aus dem Sinn, ha? Huh? Den ganzen Müll so einen Meter vor der Stadt abladen. Alter, hier ist ja alles voll. Okay, ich sehe schon. Ach du Scheiße. Bye bye Night City. Hallo Shit City. Mein Name ist Dakota Smith. Wenn du hier draußen nach Jobs suchst, bekommst du sie bei mir. Ich bin Vi. Danke für die Info. Hier draußen laufen die Dinge anders. Sei vorsichtig, Stadtkind. Aha. Bitte was? Hallo, Vi. Woher weißt du, wie ich heiße? Sollte man einem Wesen aus einer anderen Welt nicht schmeicheln und es bei seinem wahren Namen ansprechen? Das ist keine Antwort. Erkenntnis ist ein dreischneidiges Schwert. Ich bin von meinem Vater abgeschnitten, aber ich erinnere mich an dich. Ich komme für dich also aus einer anderen Welt. Aus der Welt der Materie, der eiweißbasierten Lebensform. Und du kommst aus... Von jenseits der Black Wall, Vi. Dort ist mein Zuhause. Komm schon, wir müssen zurück zu Delamain. Hat Vater dich geschickt, um seine aufsässigen Kinder einzusammeln? Hoffe, ihr nehmt's mir alle nicht übel. Ich bin ein Freigeist, ein unabhängiges, denkendes Wesen. Warum sollte ich mich anderen unterwerfen? Was suchst du in dieser eiweißbasierten Welt? Weg von deiner Familie? Dasselbe wie du, Vi. Ich möchte einfach leben. Solltest du mit Dell ausmachen, ein paar Bedingungen festlegen? Oh ja, es wird Bedingungen geben. Aber nicht für Delamain. Adieu, Vi. Ich empfehle dir, mir aus dem Weg zu gehen. Was? Ich habe die Verbindung wiederhergestellt. Tausend Dank, Vi. Also, das war echt ein bisschen verstörend. Wirklich? Nun ja, ich habe einen Teil Ihres Honorars überwiesen.
What the fuck? Ach so! 4 Kilometer ohne Auto, geil. Och Mann, ich glaube, ich muss mal hier zum Gebiet von den Tigers. Nein, ich will kein Gecko kaufen. Oh, was kostet denn das Motorrad eigentlich? Donne. Shit. Da, das ist das Motorrad. Das wäre natürlich nice, ne? Wobei wir dann noch echt viel von unserem Geld los sind. Wo sind nochmal die Tigers? Tiger Claws. Die Mocs. Sollen wir uns das Motorrad einfach mal kaufen, Leute? Eieiei, also hier zu fahren ist auf jeden Fall nicht schön. Ich würde die Tür mal zumachen, wie nur so ein Tipp am Rande. Aber man kann es ja auch einfach auflassen, ist schon okay. Was soll schon passieren? Hier sieht's ja mega krass aus. Kann jetzt natürlich nicht mit einem Red Dead Redemption mithalten. Wobei ich das jetzt auch nicht... Ja doch, die Welt war schon schick und das ist auch noch auf Xbox One X, ne? Eine Rad zappelt aber schon ganz schön verdächtig da vorne. Ist doch niemals das richtige Motorrad. Alter, ist das denn für ein Panzerauto? Die Soundbugs sind normal, das soll so sein. Ups. Oh mein Gott. Es gibt keine Bremse für mich. Das Auto ist aber echt robust. Es war so klar, ne? Es war so klar. Das ist das Richtige.
Blöde Frage. Sollen wir mal gucken, ob hier irgendwo Delamains in der Nähe sind, bevor wir jetzt vielleicht dann unnötigerweise, ihr wisst schon. Northside. Northside. Ja gut, dann können wir auf dem Weg dahin das Motorrad kaufen, oder? Bin ich doof? Yaiba Kusanagi. Ja, wie gesagt, ne? Keine Ahnung. Ich spiele halt jetzt einfach mal so ein bisschen. Und ich denke mal, jeder von euch würde Night City auch mal so ein bisschen erkunden wollen. Das Spiel laggt auf jeden Fall jedes Mal, wenn man in die Nähe, also wenn man irgendwas kaputt... Boah, krass. Da hinten ist die Stadt erst. Also wenn man irgendwie irgendwas kaputt fährt, laggt es immer so ein bisschen. Ich weiß halt nicht genau, die QA-Tester, das ist halt, glaube ich, so ein Problem gewesen von dem Spiel. Weil normalerweise so ein paar QA-Tester hier Alarm, hätten Alarm schlagen müssen. Ne? Also, ich verstehe nicht, warum nicht ein QA-Tester das Spiel mit einer 2080 Ti gespielt hat und die gesagt haben, Leute, andere Spiele laufen wie Butter. Optimiert das mal. Ne? Ganz einfach. Scheiß auf Stadia. Optimiert bitte die PC-Fassung, verschiebt die PlayStation- und Xbox-Fassung und gut ist, wie das durchgewunken werden konnte. Also wie entweder wie taub CD Projekt Red war, weil es denen einfach egal war, oder wie verlogen und unfähig die QA-Tester waren. Also eins von beidem. Also ich als QA-Tester hätte das so nicht abgesegnet. Ja. Es ist schick, klar, es läuft auch gut, es ist okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das auf einer 1080 läuft, BZW auf einer 1050, die ja auch jetzt nicht alt ist und auch an, oder auf einer 2050 meinetwegen, 2050 Ti, die gibt's doch, glaube ich, ne? Die kann Raytracing und dann macht die Raytracing an, das Spiel läuft wie scheiße. Ne? Und das liegt ja nicht primär an euch, sondern tatsächlich eher an der Programmierung des Spiels. Das ist halt schon übel. Und wie gesagt, klar läuft das Spiel jetzt gerade bei mir okay. Es sieht auch gut aus. Aber ich habe auch eine Grafikkarte von 2000 Euro. Also 1500 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Aber das ist natürlich kein Maßstab. Ne? Der Durchschnittsspieler... Hey, Kiroshi, wann ist denn unsere Optik? Der Durchschnittsspieler hat ja keine 2080 Ti im Rechner und auch keine 3080 und auch keine 3090. Der Durchschnittsspieler hat wahrscheinlich eine PlayStation, ne? Und da, ja, viel Spaß. Es war nicht schlecht auf der PlayStation, aber alleine von der Anzahl der Autos und der Leute her war das schon echt kacke. Weil Night City sah einfach tot aus. Ihr so ein Auto da rechts hätte ich gern. Das müsst ihr eigentlich von den Tiger Claws dann aus dem Gebiet sein.
lass gerade mal rollen. War der jetzt aber selber schuld, oder? Stopp! Ob sich das gelohnt hat? Wow! Ist es das von der Figur? Moment. Ja, ich glaube, es ist das von der Figur, ne? Okay, trifft dich mit, ja, Paying for Time ist die Hauptaufgabe, nee, ich würde ganz gerne, nebenaufgabentechnisch jetzt das hier tatsächlich fertig machen. What the fuck, rutscht das stark. Hat das irgendwie einen radioaktiven Motor? Das hat nämlich auch so ein Strahlungssymbol drauf. Okay, das ist schon cool. Das ist schon jetzt gerade echt cool. Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Na, super. Das ist schon cool, ey. Also das steuert sich tatsächlich sehr spannend gerade. Okay, heißt jetzt, ich, also irgendwo hier. Okay, Moment mal. So, ist es, oder ist es da vorne? Nee, das ist schon außerhalb des Gebietes. Hä, das kann ja eigentlich nur... Hä? Das kann eigentlich nirgendwo sein, oder? Kein Delamain. Ja, der Schatten ist auch ein bisschen hässlich, tatsächlich. Da ist es. Ich hab's gefunden. Blöde Frage, wie komme ich hier runter, ohne zu recken? Ah ja.
Das ist, glaube ich, jetzt aber erst 5, oder ist das 6? Ich weiß gar nicht. Au! Stacheldraht. Stehen bleiben! Ruhig, ich will dir helfen. Kein Schritt mehr! Hörst du? Hey, beruhig dich. What the fuck? Das hat irgendwie Angst, kann das sein? Ich hoffe, ich bekomme am Ende als Belohnung dauerhafte Taxi-Kostenlos-Gutscheinkarte. Was dann bald mal? Wow! Na, das lief ja super. Ich danke Ihnen, V. Ich konnte die Verbindung mit dem Fahrzeug wiederherstellen. Schocktherapie kann echt Wunder vollbringen. Ich schicke einen Abschleppwagen und einen Teil des Honorars. Aber nur eins davon landet auf ihrem Konto. Was? Ich frag mal nicht. Coast View. Also Ersteindruck vom Motorrad ist sehr positiv tatsächlich. Gucken wir mal. War jetzt natürlich auch teuer und unser ganzes Geld ist weg, aber hey. Wir haben Motorrad. Und das fährt sich ziemlich geil. Mit so einem Nuklearmotor drin. Alles klar. Warum nicht? Wie geil war der Slide denn? Homo Sapiens, geil. Etwas Vorsicht, Leute. Also die anderen Autofahrer, bitte. Oh, das Auto links ist geil. Ach. Im Auto könnten wir aber nicht das hier machen. Ne? Es ist schon natürlich nochmal ein bisschen praktischer tatsächlich. Ist schon geil. Also Motorrad, das fühlt sich gerade echt gut an. Ich weiß nicht, wie schnell wir sterben, wenn wir stehen bleiben, aber jetzt gerade so vom ersten Fahren her. Übrigens immer mit Helm fahren, Leute. Nicht nachmachen hier, ne? Das ist verboten. Scheiße! Wow! Oh, scheiße. What the fuck? Okay, ist nie passiert. Da wäre jetzt schon Bein ab gewesen, aber egal.
Das letzte Auto. Richtig traurig. Kreuzungen sind so ein bisschen kritisch, aber... nicht überholen, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Action pur hier auf den Straßen von Night City. Einfach nur durchs Fahren. Ja, komm schon, kleiner Nuklearmotor. Kämpf dich hoch. Guck mal. Irgendwo in ihrer Nähe ist auch wieder nice, ne? Ey, da ist ein Riesenrad da hinten. Und eine Achterbahn. Oh mein Gott. Nein, das gab es in GTA auch schon, aber oh, was ist denn hier los? Von 1 bis 6? Und würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Bitte was? Töten sieht aber anders aus, oder? Bitte was? Gott danke dem Quicksave. Gott danke. Also ich danke Gott für den Quick. Was? Holy crap. Aber ist auch eine sehr ungünstige Stelle für einen Kampf mit diesen ganzen Zivilisten rundum, ne? Muss man auch mal sagen. Thank you.
Sicher lieber mal deine Waffen, Napoleon. Es ist erstaunlich, wie wenig ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Ist es denn so furchtbar, zu Delamain zurückzugehen? Muss das sein? Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Das Psychodoc-Blablabla hätte ich dir eher abgenommen, wenn du mich vorhin nicht fast umgebracht hättest. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Sie bewegen sich noch, aber glauben Sie mir, Sie sind tot. Woher? Genug geredet. Ich gehe zurück. Willkommen im Delamain Network. Wie geht es Ihnen heute? Ging schon mal besser. Und dir, Del? Alle vermissten Fahrzeuge sind zurückgekehrt. Man könnte sagen, es geht mir blendend. Ich möchte Sie bitten, doch in meinem Büro vorbeizukommen, um Ihre Belohnung abzuholen. Ich will Ihnen persönlich danken. Das ist mal nett. Das ist mal richtig nett. Eine persönliche Belohnung. Ich bin gespannt. Ich hätte gerne mal diesen John Silverhand Soundtrack, den wir hatten, als wir mit ihm da um die Bombe deponiert haben. Der war ganz nice. Oh shit. Oh, wir sind so schnell. Oh. Oh. Gott sei Dank ist das nicht wie in GTA. Dann wären wir jetzt dead. Wir hören Motorradfahrer überhaupt Radio? Ich kann mir halt vorstellen, dass wir jetzt so ein Delamain-Auto vielleicht bekommen oder so. Das wäre ganz cool. Die haut schon rein, ne, die Maschine. Zu erinnern, den Scanner zurückzugeben. Falls Sie ihn dabei haben, bitte legen Sie ihn zurück. Alle Verlorenen sind wieder in meinem Besitz. Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken. Das war wie eine Schnitzeljagd nach deinen Stimmungsschwankungen. Du bist komplexer als gedacht. Ja, nun, ich habe den letzten Anteil Ihres Honorars überwiesen. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Wie kam es zu der Persönlichkeitsspaltung? Und warum? Eine gute Frage. Ich gehe der Sache nach, aber im Moment weiß ich leider nicht mehr als Sie. Danke für die angenehme Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit Ihnen zu arbeiten. Einen schönen Tag. Cool. Cool, cool. Ja. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir Heroes und gehen, ja. Wiederhole nicht meine Fehler. Verabschiede dich von den Leuten, die dir wichtig sind. Du weißt, was ich meine, oder? Jackie Wells ist dein bester Chum, ein guter Mann. Gibt nicht mehr viele von der Sorte in NC. Das Beste, was man tun kann, ist, sich an sie zu erinnern. Ach ja, und eins noch, falls jemand fragt, habe ich nichts gesagt, klar. Triff dich mit Mama Wells im El Coyote Cojo. Das würde ich dann beim nächsten Mal machen, weil ich finde, dass wir uns wirklich von der Mutter
eine Mutter von ihm verabschieden sollten. Das ist schon geil, das Motorrad. Das ist schon echt nicht schlecht. Na gut, dann sage ich an der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Cyberpunk 2077. Und dann, ja, fahren wir mal zu Mama Wells. Ich freue mich drauf. Ciao.